weg damit. Herzlich willkommen, Arzt, ja, zu Pilermans Wochenrückblick. Ihr habt hier gehört, New Harmonica Blues, ja. Yuri Lane mit Y geschrieben. Human Beatbox, der Typ macht Beatbox und Mundharmonika zusammen, ja. Und featuring Pyla, unsere Gitarre, ja, ich übe noch ein bisschen, habt ihr vielleicht gehört. Aber geht, ja, man wird immer besser und ist Bluesmucke ist auch richtig geil. Ihr wisst, ich stehe auf so eine Scheiße, ja, ich mach jetzt mal hier Stopp. So, herzlich willkommen, ja, zu meinem Wochenrückblick. Ja, war wieder eine Menge los gewesen, ich muss mal kurz... Fantastisch, ja, wir steigen mal gleich ein mit dem ersten Thema, ja. Wir hatten ja dieses Jahr gehabt, jetzt diese Woche, meine ich, Naturkatastrophe, ja. Schlagzeile lautete Ölkatastrophe im Po. Oh, Alter, nicht was ihr denkt, ja. Po ist ein Fluss in Italien, ja. Da haben irgendwelche Typen von der Ölraffinerie, weil die geschlossen werden sollte, das Öl abgelassen. Ich hab keine Ahnung, ja. Wäre ein Fall für unseren Outing-Minister Guido Westphal. Der kennt sich mit Po aus. Och, ja, weil der war schon in Italien und so weiter. Ich rede jetzt so ein bisschen, damit ich keine Klage kriege, ja. So sieht die Sache nicht aus, ja. Haben wir gleich hier, fangen wir mal mit an, ja. Auch wo wir schon beim Thema sind, Guido Westphal, ja, hier. Hier ist er. Hartz-IV-Empfänger verhören Westerwelle, ja. Und zwar ging es darum, Westerwelle hat ja wieder mal auf die Hartz-IV-Empfänger von wegen, ja, die kriegen viel zu viel Flocken und machen nichts und, naja, das Verhör war so, die haben ihn ganz normale Fragen gestellt. Oh, Herr Outing-Minister und so, wir finden es aber nicht so toll, wie meinen Sie denn das und so, ja. Für mich, Icke, Verhör ist für mich anders, ja. Icke bin Fan zum Beispiel von 24, Jack Bauer. Wenn der Verhör macht, da werden wir mit der Zange die Nägel abgezogen und so weiter, ja, ist richtig böse, ja. Ich meine, okay, wir konnten jetzt den Außenminister treffen. Ich würde ihn auch gerne mal treffen, ja. Auf so Veranstaltungen mit einem Ei oder was, Farbbeutel, gibt's ja die verschiedensten. War nur ein Witz, ja, nicht ernst, ja, wegen Klage, weil, kein Geld, Problem, Klage, kein Geld, großes Problem, ja, deswegen, ja, so viel dazu, ja, auch den Minister Guido Westphal, ja, nächste Ding, hier, kommt mal ran hier, Alter, hier, Sammy checkt die Dusche, ja. Check ich zwar nicht, Alter, aber ist richtig geil, ja. Nächste Ding war hier. Lufthansa-Piloten setzen Streik aus, ja. Folgende Ding, ja, letztens war ja, Lufthansa-Piloten haben gestreikt, wie alle streiken, wollten 5% mehr oder so, ja. Dann haben sie einen Tag gestreikt, dann haben sie überlegt, ey, warte mal, ich habe jetzt einen Tag gestreikt, Alter. Ich verdiene so viel pro Tag, wenn ich auch einen Tag streike, weg arm, haben sie Streik abgebrochen. So schnell geht Streik zu Ende, ja. Nächste Schlagzeile hier. Mehr Geld für Gesundheit, ja. Der Präsident der Bundesärztekammer hat eine Aufstockung der Gesundheitsausgaben um 18 Milliarden Euro gefordert, um das Niveau der Versorgung zu sichern. Ihr denkt jetzt, oh, ist ja nett, ey, damit die Krankenschwestern immer richtig frischen, geilen Fummel anhaben, der richtig meine Versorgung super ist. Nicht die Versorgung vom Patienten, Versorgung der Ärzte, ja. Weil manche Ärzte sind so arm, Alter, die mussten schon ihren Drittwagen verkaufen, ihre Viertwohnung, ja. Die haben auch Probleme, richtig leid, ja. Thema Sport, ja, hier hatten wir schon. Schiedsrichter-Skandal, ja. Der hier hat den hier angeblich irgendwie befummelt und so weiter. Ist kein katholischer Lehrer oder was, ja. Ist Schiedsrichter, ja. Jungs, nochmal mein Appell an euch, ja. Das ist Sport, ja. Es gibt zwei Regeln bei Schiedsrichtern, die ich euch sagen möchte. Erste Regel. Jeder hat seine eigene Pfeife. Regel 2, Alter. Die Pfeife wird nur im Spiel rausgeholt. Und nicht gegenseitig und im Auto und wird... Ja. Geht nicht. Der Ansehen von Sport total kaputt, ja? Die Jugend sagt, oh, alles ist scheiße, aber Sport ist geil. Und da fangt ihr mit eurer Pfeifen da an, Alter. Geht nicht. Regt mich auf. Nächste Ding, ja, hier. Hier. Stadtrundfahrten im obdachlosen Maserati, ja? Der Typ hier ist Chef von Berliner Treberhilfe. Treberhilfe ist so ein Wohltätigkeitsverein, der sich um Obdachlose kümmert, Jugendliche auf der Straße nehmen und so weiter. Er dachte, naja, ich bin zwar Chef von Obdachlosen, Spendenvereinigung, aber trotzdem bin ich Chef. Weil ich Chef bin, Alter, will ich eine richtig dicke Karre haben, ja? Ich hole mir mal Maserati für 100.000, ja? So ein bisschen. Ja? Ist rausgekommen, weil er auch irgendwie Blitzwohn oder was? Stößt mir auf, das Thema, ja. Und
Na gut, hat er gesagt, naja, wie kann ich das hinkriegen, Alter, dass ich mir richtig abkacke? Ich sage, hey, Alter, wir benutzen den Maserati für Stadtrundfahrten, ja? Durch das soziale Berlin. Heißt nichts anderes als Pennerkicken im Maserati, ja? Schön, Alter, 100.000 Euro Auto, so Ledersitze. Ihr heizt, Alter, und dann so, oh, kick mal jetzt den schlecht, Alter, fahr mal weiter, bitte, ja, hat keinen Sinn, ja? Das ist so, Alter, als würde man in Papstmobil Pufftour machen, ja? Wobei ich mir das eigentlich ganz geil vorstelle, ja? Wäre mal irgendwie Optik, sozusagen. Ja? Weg damit. Ciao, Alter. Hier. Oder wie die machen, ja? Ich bin nicht katholisch, ich bin evangelisch. Aber ich bin noch nicht mehr richtig drin, ja, in der ganzen Sache, ja? Hier. Bischöfin, ja? Polizei stoppte Bischöfin, als sie bei Rot über die Kreuzung fuhr, ja? Ihr denkt jetzt vielleicht, Mann, ist doch nicht so schlimm. Vielleicht war geistlicher Notfall. Exorzismus. Ja, sie musste sich beeilen. Sie konnte keine Zeit verlieren, weil die Seele auf dem Spiel stand. Nein, war nicht so. Problem war, die haben Kontrolle gemacht von die Bischöfin. Die war straff. Ja, die hat den geblitzt, Alter. Schön voll gewesen, die Alte, ja. Und 1,5 Promille, ja. Das ist ungefähr ein Träger mal kurz weggeknallt, ja. So in 2 Stunden, Alter. Dann hast du so 1,5 Promille. Ungefähr. Hab ich, zeig euch gleich, ja. Und, ja, was soll ich euch dazu sagen, ja. Die ist jetzt, ist jetzt zurückgetreten, das ist immer ein Problem, ja, weil man sagt immer, die Priester sind oft so, die predigen Wasser und saufen Wein, ja, und hier sieht man mal den Beweis von der Sache, ja, das geht einfach nicht so, ihr seid auch ein bisschen Respektperson, ja, und dann fährt die Alte noch Phaeton, ja, Phaeton, VW Phaeton, ist auch so ein Nobelkarosse, ja, in der Kirche so, ah, den Armen geht's echt schlecht, hier Collect, und dann so, oh, ich brauche echt auch ein bisschen Collector, Alter, weil Benzin so teuer ist, ja, die Sau 20 Liter schluckt der, 300-400 PS, ja. So geht das ab hier bei uns. Kann man nur noch Kopf schütteln, ja? Ich bin ausgetreten aus der Kirche, wegen so ne Sachen, Alter. Passt mir nicht. Ja? Hier, ja? Der Typ, Alter, der sieht auch schon redet, als wenn er mal heiße Kartoffeln im Mund hat, ja? Jürgen Rüttgers, ja? Der ist Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident oder irgendwas, ja? Da war Skandal gewesen, und zwar Schlagzeile, sind sie käuflich, Herr Rüttgers, ja? Man konnte sozusagen, wenn man Geld bezahlt hat, konnte man ihn treffen für eine Stunde oder so, ja? Und er sagt, Quatsch, er ist nicht käuflich. Natürlich nicht käuflich, war ja nur gemietet für eine Stunde, ja? Man hat ihn nicht gekauft, deswegen hat er recht. So ist Politik, ja? Nächste Thema hier, was wir haben. Schöne Thema zwischendurch, ja? Guck mal hier, Miss Germany zeigt uns hier in Berlin. Hier, komm mal ran hier. Komm mal ran hier. Komm mal her. Anna Julia Hagen aus Heiligensee, ja. Heiligensee ist ein Bezirk in Berlin, wo die Leute wohnen, die in Haus wohnen, ja. Denen richtig gut geht. Und so Heiligensee ist ungefähr da. Das hilft euch jetzt richtig weiter, aber ist egal, ja, weil es ist da. Schönen Gruß an Kulle, Alter, hat mich heute angerufen, Koordinator, ja, und auch Kuppel von mir, Kopfnusskulle auch hin. So viel dazu, ja, Miss Germany, sehr schön. Kann keine bösen Sprüche machen, ja. Ich finde fantastisch, Anne-Julia Hagen. Ist so nice. Du representest für Berlin, ey. Richtig geil, ja. Jetzt kommen wir hier zu den, zu der Kehrseite der Medaille, ja. Die Tiefen des Universums, Alter, hier unten, ja. Anne-Marie Eilfeld, ja, war DSDS-Mann. Macht jetzt hier Werbung, Goldmillionen, Chance auf Geld vom Bild, ja? Hat ja schon drüber geredet, ja? Da kann man sehen, weil darum heißt die Sendung auch Deutschland sucht den Superstar, ja? Und darum gibt es auch immer wieder eine neue Folge, weil die finden keinen Superstar, ja? Du siehst ja, du musst ja auch ihren Job nehmen, ja? Dachte ich mir, ja?